Pinsel, Bienen, Honig, Termiten, Baum. Ja doch, ich glaube, wir schaffen es. Lass mich raten. Du sollst die Beete umgraben, richtig? Aha. Na, viel Glück. Mit deinen kleinen Mädchenhänden wird das eine Ewigkeit dauern. Aber glaub mal nicht, dass ich dir eine Schaufel leihe, wenn ich erstmal im Keller bin. Es sei denn, du willst mir doch helfen, den Schlüssel vom Grund des Brunnens zu holen. Dachte ich mir. Warum weil nicht? Es verboten ist, nicht wahr? Oh Mann, Lilly. Du bist so angepasst, dass es schon fast ein Wunder ist, dass man dich noch von der Umgebung unterscheiden kann. Wird das jetzt etwa wieder dein Vortrag über Recht und Ordnung im Kloster? Na, da bin ich aber mal gespannt. Kellerverbot. Nee, wir dürfen nicht in den Keller. Mann, Lilly, lern mal einen neuen Text. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Wie herrlich. Und sie kommt auch nicht einmal zu Wort. Anscheinend können alle voraussehen, was sie sagen möchte. Finde ich echt cool. Ob sie wohl auch mal eine Sprechrolle kriegt? Was jetzt noch? Du siehst doch, dass ich mit dem Brunnen beschäftigt bin. Oder hat das deine ach so tolle Oberin auch verboten? Aha. Ach ja? Das beweist nur wieder, wie unsinnig diese ganzen Regeln der Erwachsenen sind. Sehr schön. Sag mal, bist du immer noch da? Schleich hier nicht so rum, sonst falle ich noch vor Schreck in den Brunnen. Ja, mach das. Oh, wie süß. Hast du jetzt etwa Angst um mich, oder was? Keine Sorge. Ich bin nicht so blöd, dass ich in den Brunnen steige. Aber nicht, weil die Oberin das verboten hat, sondern weil es wirklich zu riskant ist. Wobei... Der Brunnen ist zu gefährlich. Was? Ich weiß, dass die Oberin nicht will, dass wir in den Brunnen klettern. Aber du kannst dir kaum vorstellen, wie wenig mich das interessiert. Im Gegenteil, das ist fast schon wieder ein Ansporn für mich. Ich würde fast alles tun, damit ich nicht so ein kleiner Konformistenroboter werde wie du. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache, geht dich gar nichts an. Ich hab gesagt, verschwinde. Was ich hier mache... Okay. Schlüssel! Ach man, Lilly. Jetzt halt doch mal endlich den Rand. Es sei denn natürlich, du hast eine Idee, wie ich an den Kellerschlüssel komme. Man bedenke nur, was ich damit alles anstellen könnte. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Nicht nur so öde Dinge wie Schaufeln und Pinsel und so. Ich rede hier von echten Schätzen. Ja, okay. Du kannst dir gerne den Mund fusselig reden. Meine Aufmerksamkeit gehört einzig dem Kellerschlüssel am Grund des Brunnens. Im Keller sollen die tollsten Sachen gelagert werden. Finde ich zu geil. Ah, Dialog beenden. Lassen wir den lieben Freeman doch mal in Ruhe. Und, ich weiß nicht. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Ach, schade. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Ach, wie schade. Ich hätte echt gedacht, dass das funktioniert. Nehmen wir mal den Gartenschlauch und Brunnen. Hey, weg da! Such dir einen anderen Platz zum Spielen. Wie nett. Freeman machte sich offenbar Sorgen um Lilly. Er wollte wohl verhindern, dass sie in den Brunnen fiel. Okay, wir haben Freeman, wir haben Brunnen, wir haben den Schlauch. Sonst haben wir hier nicht... Und die Bienen natürlich. Sonst haben wir hier nicht viel. Ab ins Kloster. Zum Schulteich. Ich bin gerade echt überlegt, was könnte man wohl mal machen? Hm. Sagt jetzt nicht, jetzt ist er von alleine da reingejumpt. Echt, dann kriege ich einen Lachenfall. Hey! Als Lilly zurück an den Brunnen kam, war Freeman verschwunden. Gone Freeman! Brunnentieftaucher! Ich krieg's Lachen, ey! Hilfe! Ach, guck mal, Lilly schon. Lilly hörte seltsame Geräusche vom Brunnengrund. Aber sie war ein braves Kind und wusste, dass sie nicht in der Nähe des Brunnens spielen durfte. Genau wie Freeman. Sie hatte es ihm ja sogar selbst ausdrücklich gesagt. Wo war er nur? Geil! Und jetzt muss es einfach sein. Eben hat Freeman es ja verhindert, aber jetzt machen wir es. Bienennest! Das muss doch gehen! Jawohl! Ah! Was soll das? Lilly, nein! Geh weg! Geh weg! Ich habe eine Allergie!
Oh nein, jetzt war der tollpatschigen Lilli doch glatt das Bienennest in den Brunnen gefallen. Den Bienen schien das auch wenig zu gefallen. Ihr Summen klang anders als sonst. Oh, wie herrlich. So, komm hier. Vielleicht können wir ja das Nest hier, und den guten Freeman als Wasserleiche jetzt hochspülen irgendwie. Ich muss mir das gleich von Poki echt anhören, was er dazu zu sagen hat, auch was er hier so zu sagen hat. So, jetzt machen wir erstmal den und wieder an den Wasserhahn dran. Und benutzt den Wasserhahn. Schade, der Wasserhahn war leer. Oh. Wo führt der hin? Wohin der Schlauch wohl führte? Ja, ich will das ja wissen. Lilli war gespannt, wohin der Schlauch wohl führte. Ach, jetzt was für eine Überraschung. Der Schlauch führte zu einem Ding. Das wird eine Gartenpumpe sein. Und da wissen wir doch schon, wenn wir 1 und 1 zusammenziehen können und wissen, dass 1 und 1 42 ergibt, dass wir die hier anschließen müssen. So. Und dann können wir dir doch die Pumpe bestimmt anmachen. Lili, bist du von allen guten Geistern verlassen? Schalte das sofort ab. Aber hab ich dir nicht ganz genau gesagt, was du zu tun hast? Ich kann einfach nicht glauben, dass du es immer wieder schaffst, mich aufs Neue zu enttäuschen. Geil. Lilli verstand nicht, was sie falsch gemacht hatte. Ja, verstehe ich auch nicht. Wir wollen doch nur die Bienen retten und Freeman. Ah, die Oberin ist irgendwie sehr sympathisch mit ihren Kinderfimmel. Oh, es hat funktioniert. Lilli war stolz auf sich. Ja. Sie hatte einen Weg gefunden, an das Bienennest zu gelangen. Und den Bienen schien es auch noch gut zu gehen. Alle waren glücklich. Lilli dachte darüber nach, den Honig mit bloßen Händen aufzusammeln. Aber dann erinnerte sie sich an die Schelte, die sie neulich in der Kantine bekommen hatte. Sie brauchte einen besseren Plan. Wir haben einen Pinsel. Juhu, Pinsel mit Honig. Freeman mochte vielleicht etwas grummelig sein, aber mit den roten Punkten und den gelben Honigflecken sah er so lustig aus. Das konnte unmöglich lange anhalten. Ah, herrlich. Hey, Freeman. Lilli, vielen Dank für deine tolle Hilfe. Das hast du wirklich klasse gemacht. Wir haben dich immerhin gerettet, du Lump. Wenn ich dir irgendwie helfen kann. Oh, du willst den Kellerschlüssel haben. Aber natürlich. Nicht. Was fällt dir überhaupt ein? Du hast mich auf die Idee gebracht, in den Brunnen zu klettern. Ja, sicher doch. Deinetwegen bin ich hineingefallen. Genau. Aber anstatt mir rauszuhelfen, wirfst du mir ein Bienennest auf den Kopf. Und ertränkst mich beinahe. Sieh mich an. Ich bin nass, zerstochen und von oben bis unten mit Honig vollgeschmiert. Ich weiß, alle halten dich für süß und harmlos. Aber in Wirklichkeit bist du eine wandelnde Katastrophe. Das mit dem Schlüssel kannst du jedenfalls vergessen. Halt dich von mir fern. Oh, herrlich. Oh, schön. Okay. Zum Schulteich. Huch, glaub, sie ist gerade in den Honig reingestiefelt. Na, okay. Oh Mann, ich habe schon wieder so einen schönen Hintergedanken, wenn das wirklich funktioniert. Wenn sie jetzt gerade... Tatsache! Sie macht eine Honigspur zu Freeman. Die Termiten werden sich sowas von freuen. Hallo Termiten! Der Schaukelbaum wimmelte nur so von Termiten. Was hatte... Okay, Edna! Hey Lilli, was gibt's Neues? Ah, warte mal. Nein, passt schon. Jux, so, Honigpinsel. Und Komposttonne, damit die Termiten da reinwandern. Die Komposttonne war der ideale Platz, um die Termiten umzusiedeln. Lilli machte sich sofort ans Werk. Yeah! Der Plan hatte soweit funktioniert.
vielleicht sogar etwas zu gut. Die Termiten folgten nun Lillys Honigtapsen zurück in den Innenhof. Ah, nein, nicht! Geht weg! Geil! Von dort wehte der Wind seltsame Laute zu ihr herüber. Wahrscheinlich waren das die Termiten, die sich über ihr neues Zuhause freuten. Ja, ganz bestimmt. Ich bin gerade hellauf begeistert. Ah, kommt zum Schulteich, das müssen wir uns anschauen. Bin gespannt, ich bin echt so tierisch gespannt, wie das jetzt aussieht. Okay, erstmal möchte ich jetzt, ich glaube, hier können wir rätseltechnisch sagen, wir haben einiges erreicht. Also, Bucky! Ja, herzlich willkommen zum Harveys Neue Augen Audio-Kommentar. Ich bin Poki und hallo, Poki. Ich bin Creative Director bei Dedelic Entertainment und habe mir quasi Harveys Neue Augen mehr oder weniger ausgedacht. Mit Hilfe vom René Anhaus geschrieben, den Walkthrough, und habe die Texte geschrieben und die meisten Hintergründe gezeichnet. Das Charakterdesign geht auf mein Charakterdesign von Edna Brecht aus zurück. Viele Figuren selbst gezeichnet und das sind meine Aufgaben gewesen bei diesem Spiel. Unter anderem, denn ihr seid ja jetzt direkt am Start des Spiels und habt eben diesen Titelsong gehört, den ich ebenfalls selbst eingesungen habe und getextet habe auf die wundervolle Melodie von Finn Seliger, unserem Komponisten von Periscope, unserem Leib- und Magen-Tonstudio. Ja, vielleicht, weil ich an anderer Stelle das nicht mehr so richtig erzählen kann, erzähle ich noch ein bisschen was zu diesem Song, beziehungsweise zu dem Video, weil ich es immer sehr spannend fand, dass wir einfach so damit durchgekommen sind, den Leuten 3 Minuten lang einfach einen gezeichneten blauen Faden, auch vor allen Dingen noch im Edna-Stil gezeichneten blauen Faden zu zeigen. 3 Minuten lang fährt die Kamera einfach nur über eine blaue Linie, die halt, okay, sie hat einen Schatten, aber sonst einfach nichts anderes ist außer eine gekräuselte blaue Linie und niemand hat sich darüber beschwert. Ich fand die Idee von Anfang an eigentlich sehr gut, weil sie halt auch so ein bisschen das Tempo runterbrückt. Es wird ja gemächlicher. Wir sind in einer Klosterschule und die kleine Lilly hakt Laub im Garten. Dieses erste kleine Rätsel, das ihr hier entweder schon gelöst habt oder noch vor euch habt, mit dem Laubhaken, ist übrigens skripttechnisch eines der aufwendigsten Sachen gewesen im ganzen Spiel, weil wir halt die ganz normalen Walk-Sachen nicht benutzen konnten, noch mal komplett neue Walks, Charakterposen und eben unterschiedliches Laub, das durch die Gegend gehakt wird, zeichnen und eben reinskripten mussten. Das heißt, genießt diese Ruhe vor dem Sturm sozusagen, im Garten zu haken. Ich kann sagen, dass ich die Aufgabe des Hakens nicht besonders genossen habe in meiner Kindheit. Ich musste auch häufig bei uns die Auffahrt haken im Garten und den Garten haken und habe es immer sehr gehasst. Und ich glaube, das ist auch die Inspiration zu dieser unliebsamen Aufgabe, die Lilly hier aufgedrückt wird, gewesen. Die aber absolut passend ist, um Lilly als Charakter zu etablieren. Sie erledigt ihre Aufgaben sehr gewissenhaft und brav und hält sich an die Regeln. Ganz egal, was ihr Edna da rät oder inwieweit versucht, sie davon abzubringen vom geraden Weg. Nein, unsere Lilly ist ein braves Kind. Übrigens, ein kleines Relikt aus meiner Kindheit ist auch dieses Thermometer in der Wand. Das ist tatsächlich genauso ein Thermometer, hatten wir immer auf unserer Terrasse. Ja, das kenne ich auch. Das stimmt nicht mit mir. So ein Thermometer haben wir auch noch hängen. Viel Spaß bei Harveys Neue Augen. Bei uns aber im Überbau. Wir sehen uns. Sehr schön. Poki, ich freue mich einfach und ich hoffe mal, dass du... Ich traue Poki zu, dass er auch so ähnliche Gemeinheiten wie Edna Brecht aus hier noch für uns parat hat. Aber jetzt folgen wir erstmal den freundlichen Termiten zum Brunnen und sind gespannt, wie das da jetzt aussieht. Freeman war nun endgültig gegangen. Dafür hatten die Termiten auf der Bank ein neues Zuhause gefunden. Und als wäre das nicht genug Anlass zur Freude, hatte sich auch noch einer dieser lustigen Gnome, die Lilly manchmal sah, zu ihnen gesellt. Hallo Freeman, würde ich behaupten. Oder eher die Überreste einer Gnome ist doch mal cool. Kartoffelkopf. Wie es aussah, hatten die Termiten ein neues Zuhause gefunden. Und einer von den Gnomen, die Lilly manchmal sah, hatte es sich offenbar zur Aufgabe gemacht, es bunt anzupinseln. Schade, dass Freeman nicht mehr hier war. Ihm hätte das Ganze sicher auch sehr gefallen.
Damit es alles ja schön kindgerecht ist und ja keine USK 18 bekommt, oder wie? Ha, der Kellerschlüssel. Freeman hatte Lilly den Kellerschlüssel dagelassen. Sehr nett. Nett von ihm. Den nehmen wir auch gleich hin. Ja, okay. Ich glaube, ich kann mal uns ruhig anhören. Das Rätsel ist ja, glaube ich, gelöst. Aber ich gehe mal ein Stück zur Seite.